Die Bremische Evangelische Kirche, kurz BEK, enthebt den Pastor der St. Martini-Gemeinde in Bremen, Olaf Latzl, vorläufig seines Dienstes. Das hat der Kirchenausschuss nun beschlossen. In einer Pressemitteilung der Landeskirche hieß es, Latzl habe bis zum 16. Dezember die Möglichkeit, einem Ruhen seines Dienstes zuzustimmen. Andernfalls werde er mit sofortiger Wirkung suspendiert. Als Grund nannte die BEK die Verurteilung Latzls durch das Amtsgericht Bremen. Es hatte den Pastor am 15. November wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt. Er hatte in einem Eheseminar seiner Gemeinde, das auf YouTube veröffentlicht wurde, unter anderem geäußert, dass der ganze Gender-Dreck ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung sei. Später hatte Latzl sich dafür entschuldigt und die Aufzeichnung im Internet gelöscht. Nach Ansicht der Richterin hatte er mit seinen Äußerungen emotional Stimmung gegen Homosexuelle gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Latzl und sein Anwalt dagegen Berufung eingelegt haben. Die Teilnehmer des Petrus-Seminars im Begegnungszentrum am Erikasee haben sich dieses Jahr mit dem Thema Treue verwirklichen, Treue erleben befasst. Der Leiter des Begegnungszentrums, Wolfram Hart, freute sich über reges Interesse für dieses Thema. Treue ist so wichtig in der Ehe, im Beruf, in Freundschaft. Das sind wichtige Themen, die immer wieder gefragt werden. Mit dem Petrus-Seminar bieten wir eine Hilfestellung an, in kleinen Gruppen über diese Themen zu sprechen, Fragen zu erörtern, wie kann ich selber treu werden, wie kann ich treu leben und was muss ich tun, um Gottes Treue zu erfahren. Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen von den Teilnehmern, dass man in kleinen Gruppen sehr offen über persönliche Dinge sprechen kann, Antworten findet und dann mit neuem Mut in den Alltag geht. Laut Wolfram Hart nehmen sowohl alte als auch junge Christen regelmäßig an den Seminaren im Begegnungszentrum teil. Seelsorge für den Alltag ist nicht nur ein Thema für kranke oder alte Leute, es ist auch ein Thema für junge Leute. Junge Leute haben viel Veränderung, denen sie gegenüberstehen, durch ihren Ausbildungsweg, durch Dinge, die in ihren Familien passieren. Und diese Veränderungen, sie rufen danach, begleitet zu werden. Und in diesem Seelsorgeseminar können wir auf diese Fragestellungen eingehen. Und das ist für junge Leute eine große Hilfe, besonders wenn sie sich genieren, vielleicht mit den eigenen Eltern zu sprechen. Vielleicht ist das Vertrauen auch nicht da und dann haben sie keinen Ansprechpartner. Und das ist der Punkt, Vertrauen aufbauen, Ansprechpartner sein und dann eine Hilfe geben. Thank you.